Hallo zusammen. Die Niere ist ein rotbraunes Organ, das im Körper paarweise vorkommt und in der Form einer Bohne ähnelt. In der Regel beträgt ihr Längendurchmesser 10 bis 12 cm, der Querdurchmesser 5 bis 6 cm und die Dicke ungefähr 4 cm. Eine Niere wiegt etwa 120 bis 200 Gramm, wobei die rechte in der Regel etwas kleiner und leichter ist als die linke. Im menschlichen Körper befindet sich die Niere zwischen der Hinterwand des Bauchfells und der Rückenmuskulatur. Dabei reichen sie ungefähr von dem 12. Brustwirbel bis zum 3. Lendenwirbel. Aufgrund der Leber, die in direkter Nachbarschaft zur rechten Niere liegt, befindet sich diese im Schnitt etwa 2 cm tiefer als die linke. Die Nieren übernehmen im Körper unzählige Funktionen. Die wichtigsten jedoch sind die Filterung des Blutes und die Ausscheidung von giftigen Substanzen. Vor der eigentlichen Ausscheidung über die Harnröhre filtert die Niere Blut, welches durch die Kapillarschlingen des Nierenkörperchens fließt und bildet in mehreren komplexen Schritten den Primär- und Sekundärharn. Neben der Urinbildung ist die Niere aber auch verantwortlich für die Bildung der Hormone Renin und Erythropoetin. Das Renin hat eine blutsteigernde Wirkung. Das Erythropoetin ist ein Eiweißhormon, das die Neubildung von roten Blutkörperchen im Knochenmark steigert. So wird dieses bei Sauerstoffmangel vermehrt ausgeschieden, was zur Folge hat, dass durch die gesteigerte Bildung des Blutes mehr Sauerstoff im Blut transportiert wird. Darüber hinaus übernehmen die Nieren weitere Funktionen wie etwa die Regulierung des Blutdruckes, des Wasser- und Salzhaushaltes sowie des Säure-Basen-Haushaltes. Eine Störung der Funktion der Nieren könnte auf Dauer zu Krankheiten wie zum Beispiel Wasseransammlungen im Gewebe, Herzschwäche und Herzrhythmusstörungen führen. Darüber hinaus kann eine gestörte Nierenfunktion Störungen des Nervensystems, des Knochenstoffwechsels sowie Blutarmut auslösen. Ein zu hoher Blutdruck stört die Nierenfunktion auf Dauer, da die Nierengefäße geschädigt werden. Im schlimmsten Fall können die Nieren dann ihre Funktion nicht mehr ausfüllen. Giftige Stoffe sammeln sich dann im Körper an, sodass das Blut durch eine Blutwäsche bzw. Dialyse gereinigt werden muss, um eine lebensgefährliche Vergiftung zu verhindern. Du siehst also, wie wichtig die Niere für unseren Körper ist. Unterstützen kannst du die Funktion der Niere, indem du genügend Flüssigkeit trinkst und hydratiert bleibst. Darüber hinaus gibt es natürliche Kräuter, die neben einer gesunden Ernährung helfen können, die Niere gesund zu halten. 7 davon stellen wir euch heute vor. Los geht's! Nummer 1. Petersilie. Petersilie gehört zu den besten Lebensmitteln, um die Niere zu entgiften. Die Verbindungen Apiol und Myristicin, die in der Petersilie enthalten sind, helfen überschüssiges Wasser aus dem Körper zu beseitigen, was die Erzeugung von Urin anregt und die Arbeitsbelastung der Nieren erleichtern. Für die Entgiftung empfiehlt sich ein selbstgemachter Tee, wovon du mehrere Tassen am Tag für etwa eine Woche trinken kannst. Für die Zubereitung fügst du einen Esslöffel frische, zerriebene Petersilie in kochendes Wasser. Die Petersilie lässt du für 5 Minuten ziehen und siebst sie dann ab. Wegen der entgiftenden und uterusanregenden Wirkung der Petersilie sollte der Tee während einer Schwangerschaft nicht konsumiert werden. Nummer 2. Löwenzahnwurzel. Der hohe Gehalt an Natrium in der Löwenzahnwurzel hilft, angesammelte Stoffe im Körper zu beseitigen und regt die Nieren an, diese Giftstoffe, Salze und überschüssiges Wasser auszuscheiden. Aufgrund der harntreibenden Wirkung wird der Körper von überschüssiger Flüssigkeit befreit und hilft damit, einen Bluthochdruck zu reduzieren und Leberprobleme zu verbessern. Um beste Resultate zu erzielen, konsumiere 2 Tassen Löwenzahnwurzeltee 2-mal am Tag über mehrere Wochen. Für deinen Tee nimmst du 2 Teelöffel getrocknete Löwenzahnwurzel und legst diese für 5 bis 10 Minuten in kochendes Wasser. Danach siebst du die Wurzel ab und trinkst deinen Tee direkt. Da die Löwenzahnwurzel mit verschiedenen Medikamenten interagieren könnte, solltest du vorher einen Arzt aufsuchen und um Rat fragen. Nummer 3. Eibisch. Eibischwurzeln helfen deinen Nieren, deinem Ausscheidungstrakt und sind gut für die Blase. Der Konsum von Eibischwurzeltee unterstützt somit die Reinigung vieler wichtiger Organe. Nehme einen Teelöffel getrockneter Eibischwurzel, lasse diese für 8 bis 10 Minuten in heißem Wasser ziehen. Die besten Erfolge erzielst du, wenn du täglich 2 Tassen über eine Woche trinkst. Eibisch empfiehlt sich nicht, wenn du schwanger bist, stillst oder Diabetes hast. Nummer 4. Ingwer. Auch Ingwer ist ein hervorragendes Mittel zur Unterstützung der Reinigung der Nieren. Daneben hat Ingwer allerdings viele Vorteile für den ganzen Körper.
Er hilft, Giftstoffe aus den Nieren zu spülen und hat einen positiven Einfluss auf die Leber und die Verdauung. Darüber hinaus hilft Ingwer bei Blähungen, stärkt das Immunsystem und kann aufgrund seiner wärmenden Wirkung bei Erkältung eingesetzt werden. Koche 2 Teelöffel von frischem Ingwer für 10 Minuten in 2 Tassen Wasser auf und genieße deinen Tee. Für mehr Genuss und um dem Ingwer die leichte Schärfe zu nehmen, kannst du Honig und Zitronensaft hinzufügen. Trinke den Ingwertee 2-3 Mal täglich. Menschen mit Hepatitis sollten keinen frischen Ingwer konsumieren, da die in Ingwer vorkommenden Gingerole die bereits eingeschränkte Leberfunktion beeinträchtigen. Nummer 5. Kurkuma. Kurkuma ist sehr hilfreich bei Nierenbeschwerden. Das in Kurkuma enthaltene Kurkumin besitzt entzündungshemmende Eigenschaften, hilft die Leber zu entgiften und die Nieren zu reinigen. Hierbei wird insbesondere der schädliche Einfluss freier Radikale verhindert, sodass sich die Nieren normalisieren. Verrühre einen Teelöffel rohen Ingwersaft, den Saft einer halben Zitrone, ein wenig Cayennepfeffer und ein wenig Honig in eine Tasse mit warmem Wasser. Wenn du dieses Getränk täglich über mehrere Wochen trinkst, werden nicht nur deine Nieren gereinigt, sondern dein ganzer Körper profitiert davon. Nummer 6. Sellerie. Sellerie enthält spezielle Nährstoffe, welche die Nierenfunktion stimulieren. Er wirkt als natürliches Diuretikum, fördert die Harnproduktion und hilft, Toxine und schädliche Stoffe aus dem Körper zu beseitigen. Bei regelmäßigem Verzehr können darüber hinaus Nierensteine und Infektionen verhindert werden. Um die Nierenfunktion anzuregen, solltest du täglich mehrere Wochen ein Glas frisch zubereiteten Selleriesaft trinken. Nummer 7. Maisseide. Ein weiteres harntreibendes natürliches Mittel ist Maisseide oder auch Kornsilk genannt. Dieses hilft dem Körper, mehr Urin zu produzieren, was wiederum dazu führt, dass dein Körper sich von Schadstoffen und Toxinen befreit. Maisseide ist aber auch ein hervorragendes Heilmittel bei der Behandlung von Blaseninfektionen, Nierensteinen und Harnwegsinfektionen. Gebe 2 Teelöffel getrocknete Maisseide in eine Tasse. Übergieße diese mit heißem Wasser und lasse die Maisseide für 10-15 Minuten ziehen. Anschließend siebst du die Seide ab. Für maximalen Erfolg konsumiere diesen Tee 2-3 Mal am Tag. Stelle unbedingt sicher, dass du neben deinem Maisseide-Tee aber auch andere Flüssigkeiten zu dir nimmst. In einzelnen Fällen kann Maisseide mit Medikamenten wechselwirkend reagieren. Solltest du typische Symptome einer Nierenerkrankung wie zum Beispiel Appetitlosigkeit, Übelkeit, Erbrechen, allgemeines Schwächegefühl, blasse oder gräuliche Hautfarbe, Atemnot, Wasseransammlung, vor allem in den Beinen, einen metallischen Geschmack im Mund sowie einen starken säuerlichen Körpergeruch, kolikartige Rückenschmerzen oder auch Verfärbung des Harns oder eine verminderte Ausscheidung feststellen, solltest du unbedingt einen Arzt aufsuchen. Diesen solltest du auch konsultieren, bevor du die Kräuter in deine täglichen Mahlzeiten integrierst. Unter Umständen sind diese nicht geeignet, da sie mit bestimmten Medikamenten wechselwirkend reagieren könnten. Vielen Dank fürs Zusehen. Wir würden uns freuen, wenn du deine Meinung mit uns teilst und einen Kommentar hinterlässt. Wenn du neu auf diesem Kanal bist und dir unsere Videos gefallen, dann unterstütze uns mit einem Daumen nach oben und teile diese mit deinen Freunden. Um keine weiteren Tipps, Tricks und interessante Informationen zum Thema Gesundheit zu verpassen, abonniere unseren Kanal und wir sehen uns bald wieder.